Sie sind hier, 2. Januar 2019, 17.24 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Matthias Ginter verletzte sich gegen Hannover 96 schwer. Urheberrecht Getty Images. Matthias Ginter meldet sich nach seinen Gesichtsbrüchen wieder fit. Auch Lars Stindl ist beim Laktattest zum Auftakt dabei, ein Sturmkollege muss hingegen passen. Borussia Mönchengladbach ist beim Laktattest am Mittwoch ohne den Brasilianer Rafael, 33, und Innenverteidiger Mamadou Doucouré, 20, in die Vorbereitung auf die Rückrunde gestartet. Dafür waren die zuletzt verletzten deutschen Nationalspieler Lars Stindl und Matthias Ginter sowie Außenverteidiger Nico Elvedi und Julio Villalba bei dem Leistungstest mit dabei. Nationalspieler Ginter hatte wegen Gesichtsfrakturen wochenlang pausieren müssen. Offensiv-Allrounder Rafael ist nach einem Mitte Dezember erlittenen Schlüsselbeinbruch noch nicht wieder fit. Doucouré hat eine Oberschenkelverletzung. Die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking absolviert am Donnerstag das erste Training auf dem Platz. Am Samstag bricht der Wildtross ins Trainingslager ins spanische Jerez auf. Von Sportinformationsdienst.